Ich bin ein bisschen in Chitty-Chat-Laune, deswegen ja, sind wir hier ganz gemütlich angezogen. Machtet euch ein bisschen auch gemütlich. Es ist wieder Tee am Start. Wir veranstalten jetzt heute ein kleines Kaffeekränzchen, denn ich bin ein bisschen in Laberlaune. Und ich schulde euch noch ein Video zu meinen Kosmetik-Aufbrauchen-Vorsätzen dieses Jahr. Das war gar nicht so einfach, das alles in eine gewisse Ordnung zu bringen, dass ich euch das auch, ich sag mal, relativ angenehm rüberbringen kann. Denn ich neige einfach dazu, wer mein Frage-Antwort-Video gesehen hat, über viele Dinge nachzudenken. Und das passiert mir auch, wenn ich irgendetwas euch erzählen will, dass ich gleichzeitig schon an was anderes wieder denke und dann komme ich durcheinander und dann kann mir keiner mehr folgen. Okay, ich hoffe, ich bekomme das hin. Genau, vorab. Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt in diesem Jahr, also 2016, was jetzt Challenges angeht, keine mehr machen möchte mit dekorativer Kosmetik. Also es läuft zwar dieses Jahr das Desmodeur versus Kosmetik. Da sind aber nur Produkte drinne, bei denen ich weiß, dass es mir nicht schwerfallen wird, dass ich diese Produkte ausschließlich verwende, bis sie leer sind. Wie zum Beispiel ein Gesichtspuder oder ein Bronzer oder ein Concealer oder sowas. Ich muss euch jetzt hier mal gerade stellen. So. Genau. Also solche Produkte sind da einfach drinne. Und von dem her werde ich das auch weiterhin durchziehen. Also dieses Kosmetik-Challenge-Projekt läuft, ja. Und wird auch bis zum Ende laufen. Dann läuft ja aktuell Finish Aid by Easter. Das sind Pflege- und Hygieneprodukte. Und dann läuft ja auch das Fight for Love-Projekt, wo ich mir eine Palette erarbeiten möchte, indem ich entweder Lidschatten, Hit the Pan oder aufbrauche. Hat ja auch was mit dekorativer Kosmetik zu tun. Aber diese Challenges, wo es darum geht, wirklich, ich nehme die 10 Produkte, ein Creme-Lidschatten, ein Lippenstift, ein Kajalstift und so weiter. Und die will ich so lange benutzen, bis sie aufgebraucht sind. Das möchte ich jetzt nicht mehr machen dieses Jahr. Das habe ich letztes Jahr gemacht und habe einfach für mich festgestellt, das ist nicht so mein Ding. Ich will zwar meine Produkte aufbrauchen und benutzen, aber ich möchte nicht so eingeschränkt sein. So. Und jetzt kommen wir auch dazu, wie ich das dieses Jahr machen möchte. Ich habe mir zwar schon ein paar dekorativ-kosmetische Produkte rausgesucht, die ich dieses Jahr nach Möglichkeit verbrauchen möchte, mache mir aber dieses Jahr nicht so viel Druck. Ihr wisst, ich arbeite nebenbei, ich studiere nebenbei und drehe eben auch noch Videos und mache diese Challenges. Und das letzte Jahr war einfach sehr drucklastig für mich, sehr viel Stress und ich habe einfach gemerkt, das tut mir auch nicht gut und auch meiner Laune nicht. Und genau, deswegen gehe ich gar nicht auf die Produkte jetzt im Einzelnen ein, welche ich bis Ende des Jahres aufbrauchen möchte, sondern ich zeige euch kurz einfach mal die Liste. Also es ist ungefähr eine Seite mit Produkten, die ich 2016 aufbrauchen möchte. Hier auf der Rückseite sind noch ein paar mit drauf. Und ich mache das einfach ganz gechillt. Versuche diese Produkte zwar immer mal wieder so mit einzubauen, aber ja, setze mich halt einfach nicht mehr so unter Druck. Und Ende des Jahres oder auch nach einem halben Jahr, also im Sommer zum Halbzeit-Update, sage ich jetzt mal, kann ich ja mal darauf eingehen und euch schon mal sagen, wie viele von meiner Liste ich geschafft habe. Aber das würde jetzt einfach zu lange dauern, wenn ich euch das jetzt auch nochmal runterleier. So. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich mir vorgenommen habe, verschiedene Anzahl von Produkten aus Kategorien aufzubrauchen. Und da möchte ich näher gerne mit euch drauf eingehen und erzähle euch jetzt, wie das genau aussieht. Also, Kajalstifte wäre jetzt eine Kategorie, da möchte ich gerne zwei mindestens dieses Jahr aufbrauchen. Ich habe meine Ziele auch so gesteckt, dass sie relativ gut erreichbar sind. Ich habe letztes Jahr wesentlich mehr Kajalstifte aufgebraucht als zwei. Aber wie gesagt, Druck rausnehmen, trotzdem bei der Sache bleiben. Zwei Kajalstifte. Ich möchte gerne zwei Eyeliner aufbrauchen, fünf Mascaras oder Mascaren.
zwei Lidschattenstifte. Dann möchte ich gerne vier Monolidschatten aufbrauchen, nach Möglichkeit. Das dürfen aber auch durchaus schon abgenudelte Lidschatten sein. Ich habe ja noch zwei relativ abgenudelte Lidschatten, zum Beispiel aus meiner Catrice-Palette. Die zähle ich damit rein, weil vier komplett neue Lidschatten aufzubrauchen in einem Jahr wäre sehr, sehr heftig. Und ich möchte gerne in fünf Lidschatten ein Hit the Pan erreichen. Eine BB-Cream möchte ich aufbrauchen, eine Foundation, zwei Gesichtsprimer. Ich möchte ein Hit the Pan in einem Blush schaffen, ein Hit the Pan in einem Highlighter schaffen und ein Hit the Pan in einem Bronzer schaffen. Und den Bronzer, den ich jetzt schon seit letztem Jahr benutze, den von Catrice, möchte ich natürlich aufbrauchen in diesem Jahr. Ich möchte gerne zwei Concealer aufbrauchen, zwei Puder, vier Lippenstifte, zwei Lipglosse, zwei Lippenbalsamprodukte, in welcher Form auch immer. Dann kommen wir jetzt zu den eher pflegenden und reinigenden Produkte. Da möchte ich gerne fünf Duschgele aufbrauchen. Alle meine Nose Strips, die ich aktuell besitze. Ein Lip Scrub möchte ich aufbrauchen und 20 Anwendungen von Masken. Also das können dann beispielsweise 5 Doppelsachets sein, die ich aufbrauche oder auch 20 komplett einzelne Masken oder ein Mix-Max aus beiden. Jedenfalls möchte ich insgesamt auf 20 geleerte Masken von Anwendungen kommen. Dann möchte ich gerne zwei Tagescremes aufbrauchen, zwei Seren, zwei Fußcremes, zwei Bodylotions und zwei Pflegecremes. Das sind dann solche Sachen wie so ein kleines Nivea-Pöttchen oder so eine Kaufmannshaut- und Kindercreme, so ein Pöttchen oder ne, solche oder diese kleinen Babydöschen. Ihr wisst, was ich meine. Das verstehe ich unter Pflegecreme. Das ist das, was ich gerne aufbrauchen möchte in diesem Jahr. Und ihr seht, es ist einfach nach Kategorien sortiert. Das heißt, ich bin nicht festgelegt, welche Produkte das sein müssen. Ich bin da sehr, sehr frei einfach bei. Und das tut mir einfach gut, dass ich da nicht so unter Druck bin. Und ja, werde da euch auf jeden Fall nach einem halben Jahr ein Update geben. Und dann gucken wir mal, wie es bis dahin gelaufen ist. Ich habe aber auch noch ein paar etwas allgemeinere Vorsätze für dieses Jahr. Und zwar, ja, ich sag mal Vorsätze, die so ein bisschen den Gebrauch meiner Kosmetik verändern sollen. Zum Beispiel möchte ich dieses Jahr wieder ein Wimpernserum benutzen. Das habe ich 2014 verwendet und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. In 2015 habe ich das eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe das total vergessen, hatte da gar keine Zeit, so da regelmäßig dran zu denken, weil ich so unter Stress wegen anderen Dingen einfach war. Und ich habe eben eins von Relash, das ist auch relativ teuer, aus der Glossy Box. Und ich möchte einfach nicht, dass das schlecht wird. Und gerade bei Augenprodukten, ne, die halten sich ja auch nicht ewig. Und deswegen, das möchte ich dieses Jahr jetzt benutzen und aufbrauchen. Ich möchte grundsätzlich meine Pigmente viel mehr benutzen. Ich habe sehr, sehr viele. Ich liebe sie auch. Ich könnte mich von keinem einzigen Pigment trennen. Aber ich muss sie natürlich auch dann dementsprechend benutzen, wenn ich schon so viele habe. Und es klappt bisher auch ganz gut, aber das ist ein Ziel, das ich mir so gesteckt habe. Dann habe ich ja auch sehr, sehr viele Paletten und liebe Paletten. Und mein Ziel für dieses Jahr ist, dass ich diese auch so ein bisschen durchteste, dass ich jede Palette so, ja, intensiver einfach über eine gewisse Zeit benutze, um dann auch entscheiden zu können besser, was soll bleiben, was passt wirklich zu mir und was sortiere ich aus. Dann möchte ich gerne in diesem Jahr auch mehr meine Creme-Lidschatten einbeziehen. Ich habe ja letztes Jahr eigentlich fast ausschließlich den von Chanel verwendet und meine anderen Creme-Lidschatten so ein bisschen vernachlässigt. Und ja, die trocknen einfach ein, die Dinger irgendwann und halten aber auch ewig. Ne? Das ist echt eine blöde Kombination. Und deswegen möchte ich gerne die Creme-Lidschatten, die ich habe, einfach bei den Make-ups, die ich mache, so gut wie möglich einbeziehen oder mehr einbeziehen, dass ich einfach auch, guten Gewissens sagen kann,
wenn dann irgendwann einer mal eingetrocknet sein sollte. Ich habe sie aber auch wirklich viel verwendet. So, dann möchte ich gerne meine Astor Lip Calabatas mehr benutzen. Ich habe in meinem Inventurvideo gesagt, dass ich 2 Stück habe und die eigentlich gar nicht benutze. Und so viele ja von denen begeistert sind und ich mag auch den Duft. Aber irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, benutze ich die Dinger einfach nicht. Und ich möchte die jetzt dieses Jahr benutzen und dann eben auch im Zweifelsfall, falls ich merken sollte, ich benutze sie und sie gefallen mir nicht, dass ich sie einfach aussortiere, weil es macht ja keinen Sinn, wenn die Produkte einfach bei mir dann rumliegen. So, Thema Nagellacke. Ich habe mich ja von den Farblacken her reduziert auf 65 und auch bei denen ist es so, dass da immer noch Nagellacke dabei sind, die ich vielleicht einmal getragen habe oder vielleicht sogar noch gar nicht. Und deswegen kann ich jetzt nicht von mir behaupten, dass ich alle meine Nagellacke wirklich gut kenne. Und auch das ist eben ein Ziel für dieses Jahr, dass ich mich da durchteste, ähnlich wie bei den Paletten und einfach ja, mir immer so ein paar raussuche, die über einen gewissen Zeitraum verwende, um wirklich auch ja, rauszufinden, funktionieren die denn wirklich für mich und halten die gut genug und bin ich mit dem Auftrag zufrieden oder trocknen die viel zu langsam, ihr wisst, was ich meine, um dann eben wirklich auch auszufiltern nochmal nach den Nagellacken, die mir wirklich gut gefallen haben und die ich weiter verwenden möchte und einfach die Nagellacke, die dann durchgefallen sind bei meinem Test, aussortiert werden. So, dann weiter zum Thema Nägel. Ich habe 2 Tip-Painter und ich habe auch Glitter für die Nägel und das verwende ich eigentlich auch so gut wie nie. Und da möchte ich mich jetzt auch dran setzen, dass ich dieses Jahr einfach diese Dinge mehr verwende. Mehr muss jetzt nicht heißen, dass ich sie bei jeder Maniküre verwende, weil manchmal hat man ja auch nicht so viel Zeit, die man sich jetzt für seine Maniküre nehmen kann. Und da wird dann eben einfach ein Nagellack drauf lackiert, von dem man weiß, okay, der funktioniert für mich, der passt einfach immer. Aber wenn ich dann doch mal mehr Zeit haben sollte, dass ich mir wirklich in den Arsch trete und die Dinge dann auch verwende, weil ähnlich wie bei den Lip Color Butters, sonst brauche ich die nicht besitzen, dann liegt es bei mir nur rum und das ist Quatsch. So. Außerdem habt ihr in meinem Inventurvideo schon gehört, ich habe sehr, sehr viele Duftpröbchen und generell Kosmetikpröbchen auch. Und ich benutze die einfach nicht. Es fällt mir wahnsinnig schwer. Wer jetzt demnächst, nächste Woche mein Finish 8 by Easter Update sehen möchte, wird, wie auch immer, der wird auch sehen, dass ich gerade bei diesen Pröbchen, die ich mir vorgenommen habe, sie zu verwenden, dass mir das einfach wahnsinnig schwer fällt. Und ich möchte einfach dieses Jahr wirklich diese Pröbchen erstmal bei den Duftproben knallhart aussortieren. Nach den Düften, die mir gefallen, aber es sind wirklich viele und ich kann die gar nicht aufbrauchen alle und es gefallen mir auch nicht alle. Also erstmal sortieren und dann für die, die ich mich entschieden habe, also die, oh Gott, die, für die ich mich dann entschieden habe, dann auch aufbrauchen und eben auch bei den Kosmetikproben, das hält ja auch alles nicht ewig. Und vielleicht hat man ja auch dadurch die Chance, nochmal auf Produkte aufmerksam zu werden, die einem sehr, sehr gut gefallen und findet vielleicht seinen neuen heiligen Gral. So, Duschgele. Hatte ich ja eben schon gesagt, ich möchte gerne 5 Stück aufbrauchen und ich besitze aktuell 10 Stück. Und ich möchte am Ende des Jahres auch nicht mehr als 5 Duschgele besitzen. Also das heißt, wenn ich jetzt 10 besitze und ich brauche 5 auf, kaufe aber 2 nach, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich Ende des Jahres wieder mehr als 5 und das möchte ich nicht. Also ja, das ist so eine kleine Challenge, die ich mir gestellt habe. Ich möchte meine Duschgele auf jeden Fall am Ende des Jahres auf 5 reduziert haben und das finde ich eigentlich schon relativ viel, weil ich brauche einfach wahnsinnig lange für ein Duschgel, aber 5 verschiedene, eine gewisse Auswahl zu haben, ist für mich in Ordnung. Aber deswegen möchte ich mich auch dieses Jahr eigentlich, ja, ich sag mal, so weit im Zaum halten, dass ich auch kein neues kaufe, weil sonst werde ich dieses Ziel wahrscheinlich nicht schaffen. So, Masken. Ich möchte gerne meine Masken auf 15 Produkte auch reduzieren. Das heißt,
diese 15 Produkte können beispielsweise auch Masken sein mit Mehrfachanwendung. Ich habe aktuell 2 Produkte, die zur Mehrfachanwendung gedacht sind. Dann hätte ich jetzt nur noch 13 Plätze quasi frei. Und die könnte man besetzen mit 5 Doppelsachets und 3 Einzelsachets. Wisst ihr, was ich meine? Also insgesamt möchte ich gerne auf 15 Produkte kommen, weil mir das sonst einfach zu viel wird. Und diese Sachen halten ja auch nicht so lange. Ne? Und ihr klatscht euch das ins Gesicht. Und ja, das ist einfach dann auch nicht so gut für eure Haut. Ne? Wisst ihr? Dann kriegt man wieder Pickel oder irgendwelche allergischen Reaktionen und das ist ja alles nicht so gut für die Haut. Dann hatte ich ja, glaube ich, schon in meinem letzten Video Lessons Learned und so weiter davon erzählt, dass ich mir eine Wunschliste auf meinem Handy geschrieben habe mit Produkten, die mich sehr, sehr interessieren und dass ich versuchen möchte, mir gewisse Ziele zu stecken, dass ich mir gewisse Produkte, die jetzt nicht nur kurzfristig erhältlich sind oder sowas, erarbeite. Ähnlich wie bei der Palette. Und da möchte ich euch so ein bisschen gerne dran teilhaben lassen, um welche Produkte es denn sich da so dreht. Vielleicht ist es auch für die ein oder andere von euch interessant, welche Produkte mich so interessieren. Zum einen interessiert mich die I Love Extreme Waterproof Mascara, die habe ich nämlich noch nicht getestet. Ich habe aber aktuell 10 Stück, davon sind zwar 3 Pröbchen, aber es sind 7 Full-Size Mascara und das ist einfach schon viel zu viel. Das Ding ist einfach, dass ich gemerkt habe, meine Augen tränen einfach fast immer. Also wenn es draußen kalt ist und der Wind geht und so weiter, dann tränt immer dieses Auge hier. Wenn ich Pech habe, beide. Und dann versaut mir das die Mascara, es versaut mir den Eyeliner. Und ja, ich sehe aus, als würde ich schwarze Tränen weinen. Und das sieht einfach blöd aus. Man kann nicht alle 5 Minuten sein Gesicht checken und gucken, ob man irgendwie da überall schwarz hat. Und deswegen möchte ich gerne langfristig gesehen gerne auf wasserfeste Produkte umsteigen. Ja, ich muss ja Produkte dem anpassen, welche Gegebenheiten bei mir eben einfach vorhanden sind. Und deswegen interessiert mich eben diese Essence Waterproof Mascara. Wer die übrigens schon getestet hat, schreibt mir sehr gerne, was ihr davon da haltet, weil wenn ihr dann irgendwie alle sagen solltet, die ist scheiße, kauft ihr die nicht im Vergleich zu der normalen, ist die total kacke. Da vertraue ich euch auf jeden Fall, dann kann ich die ja runterschreiben von meiner Liste. Aber ich möchte auf jeden Fall mindestens 2 Mascaren in Full Size und meinen Waterproof Top Coat, sag ich jetzt mal, den ich habe, leeren, bevor ich mir diese Mascara kaufe. So, dann interessiert mich der Kat Von D Featherweight Gesichtsprimer. Den bekomme ich ja nur über Sephora und wahrscheinlich ist das ein Produkt, was dann im April für mich interessant sein wird. Denn im April macht Sephora immer so eine Art Sale. Und ich hatte euch, glaube ich, in meinem Sephora-Video erklärt, dass die da so gewisse Statusstufen haben. Also wenn man sich anmeldet, ist man Beauty Insider, dann kann man VIB werden und VIB Rouge. Und je nachdem, welchen Status man hat, bekommt man dann in diesem Zeitraum des Sales unterschiedlich viele Prozente. Ja, und diese Prozente im April ungefähr wird das sein, möchte ich dann gerne nutzen, um diesen Primer mir zu kaufen, weil ansonsten ist das einfach viel zu viel Geld für mich, denn ich muss ja auch wieder Steuern zahlen und den Versand und so weiter. Und das Produkt an sich ist auch nicht sehr günstig. So, deswegen möchte ich bis dahin auf jeden Fall meine 2 Benefit-Pröbchen als Primer aufbrauchen, die ich habe. Und dann habe ich nur noch Full-Size-Primer. Da möchte ich dann natürlich, also erst die beiden Pröbchen will ich auf jeden Fall aufbauen. Wenn ich die nicht geschafft habe, wird der nicht bestellt. Und dann möchte ich mich natürlich weiter an die anderen Primer setzen, die ich habe. Damit ich dann jetzt nicht irgendwann hier 10 Primer zu Hause habe. Das ist einfach Schwachsinn. Ich gebe mein Bestes und versuche dann auch noch einen der Full-Size-Primer bis dahin zu lernen. Aber bis April wird das echt ziemlich knackig, aber wir werden es sehen. So, dann möchte ich dieses Jahr gerne
mir eine teure Foundation gönnen. Ich habe nicht so viele Foundations. Wenn ihr das Video mit der Inventur gesehen habt, wisst ihr das. Und ich bin einfach mal daran interessiert, mir eine teure zuzulegen, um zu schauen, einfach um für mich den Erfahrungswert zu machen, lohnt sich das? Ist das wirklich so ein großer Unterschied? Oder ist das Quatsch? So. Foundations, die mich interessieren im höherpreisigeren Segment, sind auf jeden Fall die Chanel Perfection Lumiere. Die ist sehr, sehr teuer und die möchte ich mir auch auf jeden Fall erstmal vorher dann bei Douglas oder was auftragen lassen. Ich habe sie schon mal im Laden auf dem Handrücken getestet und so und mir da auch schon eine Farbe rausgesucht, die mich interessiert. Und der erste Eindruck war sehr gut, aber ich will sie mir auf jeden Fall erstmal auch noch im Gesicht auftragen lassen, bevor es dann in die Richtung kaufen geht. Und welche Foundation mich auch noch interessiert, ist die L'Oréal Infallible Matte. Ihr wisst, was ich meine, in dieser drückbaren Tube. Die ist zwar auch Drogeriebereich, aber auch ein bisschen teurer. Und ja, meine Ziele sind einfach, dass ich vorher meine Astor Probegröße an Foundation aufbrauche. Dann besitze ich nämlich nur noch die Maybelline Wonder Nude Mascara, die Maybelline Wonder Nude Foundation. Die möchte ich gerne erstmal noch behalten, weil dann habe ich so ungefähr in meiner perfekten Vorstellung so eine Abstufung von drei Foundations. Dann habe ich eine, die sehr leicht deckend ist, eine, die, sag ich mal, mitteldeckend ist. Da denke ich mal, ist das die Chanel Perfection Lumiere. Und eine, die sehr stark deckend ist, das wäre dann die L'Oréal Infallible Matte oder wie auch immer man die ausspricht. Ist ja egal, ihr wisst, welche ich meine. So, also das Pröbchen von Astor will ich auf jeden Fall aufbrauchen und nach Möglichkeit auch meine BB-Cream von Longer Paris, die in meiner Glossybox drin war, bevor ich mir die kaufe. So, dann bin ich interessiert. Was haben wir denn hier noch? Einen Moment. Dann habe ich noch ein Lippenpflegestift, der mich sehr interessiert. Und zwar ist das der von Rituals. Da hat die liebe Jana mich angesteckt. Hallo Jana, solltest du das sehen? Liebe Grüße gehen an dich. Und zwar ja, hat sie von dem einfach geschwärmt und hat gesagt, es ist der beste Lippenpflegestift, den ich bisher verwendet habe. Und ich habe aktuell, wenn ich mich nicht irre, zwei Lippenpflegestifte. Ich habe auch noch andere Lippenpflegeprodukte, aber zwei Lippenpflegestifte. Und ich möchte auf jeden Fall die beiden Stifte erstmal aufbrauchen, bevor ich mir jetzt einen neuen Stift kaufe, damit ja, ich einfach die Anzahl generell an Lippenpflegeprodukte dadurch verringere. Es dürfen natürlich auch noch mehr Lippenpflegeprodukte mitweichen, bevor ich mir den kaufe. Aber ich brauche da relativ lange. Naja, das ist halt ein bisschen schwierig. So, dann bin ich interessiert an dem Urban Decay All-Nighter Setting Spray. Und dafür möchte ich erst das von P2 aufbrauchen, welches ich besitze. Ich habe nur insgesamt drei Sprays. Ein Aqua Spray, das Fix Plus von MAC und dieses P2 Setting Spray. Und das will ich auch erst aufbrauchen, bevor ich mir das von Urban Decay kaufe, damit ich hier jetzt einfach nicht weiter anhäufe. So, dann gibt es zwei Puder, die mich sehr interessieren. Einmal ein Hourglass-Puder, einfach um den Hautton so auszugleichen und so natürliche Weichzeicheneffekte zu erzielen. Und das Laura Mercier Translucent Powder zum Baken. Das möchte ich nämlich gerne mal ausprobieren. Das sind auch beides sehr, sehr, sehr teure Produkte. Und deswegen, wenn ich zwei Puder kaufen möchte, müssen mindestens zwei Puder vorher weichen. Besser wäre natürlich, wenn es mehr Puder wären. Aber das wird wahrscheinlich schwierig, denn ihr wisst, Puder ist so eine Sache, da braucht man schon ein paar Monate, bis man die aufgebraucht hat.
Also ich möchte mindestens zwei aufbrauchen. Schön wäre es natürlich, wenn ich drei schaffe, damit sich die Anzahl also sie würde ja gleich bleiben, wenn ich zwei neue kaufe und zwei aufbrauche. Aber es wäre schon cool, wenn sich die Anzahl dann zumindest um eins verringern würde. Genau. Dann möchte ich mir gerne einen neuen weißen Nagellack zulegen. Und da liebäugle ich mit dem weißen Nagellack aus dieser neuen Manhattan-Serie, die in diesen sehr schönen, schmalen, eckigen Fläschchen, die gefallen mir nämlich auch optisch sehr, sehr gut und die Pinsel seien toll und alles, was ich bisher so auch im Internet gehört habe, sagt, die sind toll. Und deswegen möchte ich mir gerne da das Weiß kaufen. Ihr könnt mir ja auch sehr gerne schreiben, wenn ihr das Weiß habt, ob das schön deckend ist, ob ihr das mir empfehlen könnt, weil das von Essence möchte ich mir nicht kaufen, obwohl sehr, sehr viele sagen, das ist toll. Ich mag diese Fläschchen einfach nicht. Die sind zum Verbrauchen doof. Deswegen, ja, möchte ich gerne das von Manhattan haben. So, und bevor ich mir diesen weißen Nagellack dann von Manhattan kaufe, möchte ich gerne zwei Nagellacke verbrauchen, um wieder die Anzahl um eins auf jeden Fall zu reduzieren. Ja, es wäre schön, wenn ich das bis zum Sommer schaffe, weil ja, im Sommer trage ich nämlich sehr gerne weißen Nagellack. Wir werden es sehen. So, und dann gibt es noch ein Blush, das mich sehr interessiert. Und zwar ist es ein Anna Sui Blush. Ich habe keine Ahnung, ob man die Frau so ausspricht. Sehr, sehr coole Verpackung. Sehr, sehr cooles Print des Blushes. Könnt ihr euch gerne mal im Internet angucken. Sind tolle Blushes, sind aber auch relativ teuer. Und davon hätte ich gerne eins. Und bevor ich mir das kaufe, also bevor ich mir meine Wunschfarbe kaufe, möchte ich gerne ein Hit the Pan in einem Blush schaffen. Ich werde es nicht schaffen, einen Blush aufzubrauchen in diesem Jahr, aber ich möchte zumindest es schaffen, ein Hit the Pan in einem Blush zu haben, bevor ich mir dieses neue Blush kaufe. Klar, erweitert sich dadurch die Anzahl meiner Blushes, aber ich habe auf jeden Fall etwas dafür getan. So, ja. Ich glaube, das war es dann auch erstmal von meiner Wunschliste, was dekorative Kosmetik angeht. Nein, das ist gar nicht wahr. Ich möchte gerne auch noch den Urban Decay Naked Skin Concealer haben. Und da möchte ich auf jeden Fall erstmal Entschuldigung. Maybelline Löscher. Ist der von Maybelline? Ja, ne? Der ist von Maybelline. Den Löscher möchte ich erst gerne aufbrauchen, bevor ich mir dann den Naked Skin Concealer kaufe. Sodass die Anzahl auf jeden Fall gleich bleibt. Ich habe nämlich nur insgesamt vier. Zwei sind solche Camouflage-Creams. Und dann habe ich einmal den Prolongwear Concealer von MAC und eben den Löscher. Das war es an Concealer. Und an dem Pöttchen von Catrice, der Camouflage-Cream, arbeite ich schon sehr, sehr lange. Und das werde ich wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht schaffen. Aber zumindest den Löscher möchte ich gerne aufbrauchen, bevor ich mir den Concealer kaufe. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen an Produkten, die mich interessieren. Genau. Dann kann ich euch mitteilen sozusagen. Ich habe ja mir vorgenommen, jetzt in diesem Jahr aufzuschreiben, wie viel Geld ich für Kosmetik ausgebe, ausschließlich Kosmetik. Ich werde das in diesem Jahr ja nicht mehr machen mit pflegenden und Hygieneartikeln, sondern nur mit Kosmetik, also dekorativer Kosmetik. Ich schreibe mir auf, wie viel ich ausgegeben habe für euch wieder. Und ich notiere mir auch jedes Produkt, das ich aufgebraucht habe mit dem Wert. Und diese Produkte möchte ich gerne auch aufbewahren. Also alle dekorativ-kosmetischen Produkte, die ich in diesem Jahr jetzt aufbrauche, möchte ich auch aufbewahren. Einmal für euch, um euch dann eben auch zu zeigen, welche Produkte ich aufgebraucht habe und euch dann vielleicht auch eine Review und so weiter zu geben. Aber auch für mich, um dann auch visuell zu sehen und physikalisch zu sehen, was habe ich verbraucht, um nochmal ein besseres Gespür dafür zu bekommen, was brauche ich, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung habe, wie viele Concealer ich tatsächlich im Jahr verbrauche oder wie viele Foundations, dann habe ich auch keinen
Gefühl dafür, wie viel ich brauche. Wisst ihr? Also ich kann ja 10 Foundations beispielsweise besitzen und verbrauche im Jahr nur 2. Dann brauche ich theoretisch nur 2, aber es wäre dann, sage ich mal, mit einer gewissen Kulanz auch in Ordnung, dass man dann vielleicht 4 Foundations hat oder 3, ja. Aber 10 wäre natürlich dann total unverhältnismäßig. Und dafür mein Gespür einfach zu schärfen, möchte ich meine Produkte aufbewahren und dann euch auf jeden Fall ein Halbjahresupdate geben, wie viele Produkte habe ich bisher verbraucht und ja, euch auf jeden Fall die Zahl zu nennen, aber auch die Produkte zeigen zu können. So, und zum Schluss ist natürlich jetzt die Frage, wie setze ich das Ganze denn um? Ich habe mir viele Ziele gesteckt, aber wie möchte ich die denn erreichen? Neben natürlich den Challenges, die laufen, der Desmodea vs. Cosmetic Challenge und der Fight for Love Challenge, werden weiterhin wahrscheinlich Challenges laufen, wo es um pflegende und Hygieneartikel geht. Aber es geht ja auch darum, weiter an der dekorativen Kosmetik zu arbeiten. Und da werden diese beiden Projekte wahrscheinlich nicht ausreichen, einfach um die gesteckten Ziele zu erreichen. Und ich habe mir ja auch Ziele gesteckt, die ja darauf hinausziehen, dass ich mich durch gewisse Kategorien, die ich besitze, durchteste. So, ich habe mich mit der Manu sehr, sehr lange zusammengesetzt und wir haben uns da was überlegt. Es ist nichts super Innovatives, aber es ist auf jeden Fall was, was wahrscheinlich für uns ganz gut funktionieren wird. Und zwar ist es so eine Art Schminkkörbchen. Es ist aber auch wieder ein bisschen anders. Also, das Projekt oder diese Videoreihe, die ihr dann dazu sehen werdet, wird heißen Geliebt oder Gelitten. Und es ist sozusagen eine Schminkkörbchen-Kosmetik-Review oder ein Schminkkörbchen-Reverse, also umgekehrt. Was genau hat es damit auf sich? Ich habe mir jetzt Anfang des Jahres so eine Art Schminkkörbchen gepackt. Darin waren enthalten auf jeden Fall die Kategorien, die ich durchtesten will. Also ich habe mir 3 Paletten genommen, ich habe mir 8 Nagellacke genommen, ich habe 4 Pigmente mit reingenommen und auch 2 Monolidschatten, glaube ich. Ich habe mir ein paar Blushes ausgesucht, ein paar Highlighter und so die anderen Dinge, die man einfach benutzt, ne? Eine Foundation, ein Puder, ein Bronzer, wo ich auch kein Problem habe, diese Sachen kontinuierlich zu verwenden. Ich habe mir 6 Lippenstifte rausgesucht, dann ein paar Kajalstifte, 2 Lidschattenstifte und auch einen Creme-Lidschatten, also so, dass ich aus jeder Kategorie meiner Schminksammlung ein paar Produkte habe. So, und jetzt beim ersten Mal werden wir das so machen, dass wir dieses Schminkkörbchen sozusagen 4 Wochen lang verwenden. Ich habe das mir jetzt Anfang des Jahres gepackt und ihr werdet jetzt Ende Januar ein Video dazu sehen. Deswegen habe ich auch in den ganzen Videos vorher immer gesagt, ihr bekommt Ende Januar sozusagen Bescheid, was hier läuft. Wir haben uns nämlich das so gedacht. Es gibt ganz viele Schminkkörbchen-Videos hier auf YouTube. Und uns hat es irgendwie immer genervt, dass die Leute dann nur sagen, was sie da reingepackt haben, man aber nie erfahren hat, wie die Produkte wirklich waren. Ne? Ob sie sie gut gefunden haben oder ob sie vielleicht sogar festgestellt haben, wenn sie sich ein Produkt mit reingenommen haben, das sie schon sehr, sehr lange nicht mehr verwendet haben oder vielleicht noch nie oder nur bisher sehr, sehr wenig, ob sie die dann auch behalten oder ne, ob irgendwelche Sachen herausragend gut waren oder eben total schlecht. Das hat uns persönlich einfach genervt an diesen Schminkkörbchen-Videos und deswegen wollten wir das gerne anders machen. Wir werden diese Produkte, die wir dann uns da reingepackt haben, jetzt im ersten Monat 4 Wochen lang testen und ihr bekommt dann jetzt Ende des Monats sozusagen die Review des Körbchens. Gehe ich aber jetzt gleich nochmal näher drauf ein. Und dann werde ich mir Anfang Februar wieder ein neues Körbchen packen und das werde ich aber dann nicht straight
4 Wochen verwenden, sondern ich möchte dieses Körbchen dann so lange benutzen, bis ich zu einem Punkt komme, ich langweile mich oder ich möchte gerne Abwechslung oder keine Ahnung, ich hatte jetzt hier 10 Produkte, die total grottenschlecht waren und die musste ich alle rausnehmen sozusagen und habe jetzt einfach nicht mehr genug Krams, um mich zu schminken. Welcher Grund auch immer das sein wird, wenn dieser Punkt eintrifft, dann werde ich ein neues packen und das alte Körbchen reviewen wieder für euch. Das wird wahrscheinlich, ich schätze mal, in so einem Zeitraum von 6 bis maximal 8 Wochen sein. Ich denke mal, noch länger wird es nicht laufen, weil ich ja auch schon die Abwechslung liebe und auch im Laufe des Jahres ja jetzt durch meine Sammlung durch möchte einmal. Genau. Wie soll das genau aussehen? Ich habe ja gesagt, dass ich mir aus jeder Kategorie verschiedene Produkte rausgenommen habe und in der Review möchte ich euch auf jeden Fall dann sagen, welche Produkte herausragend gut für mich waren und welche Produkte mich total enttäuscht haben, beziehungsweise mir nicht gefallen haben. Und wenn es Produkte sind, denen ich nochmal eine Chance geben möchte oder von denen ich dann jetzt erstmal eine Pause möchte, dann werde ich die erstmal beiseite legen. Wenn das Produkte sind, bei denen ich sage, boah, geht gar nicht, die funktionieren überhaupt nicht für mich, dann werde ich diese Sachen auch knallhart aussortieren, weil es nichts bringt, mich dann oder die Sachen wieder in meine Sammlung zurückzulegen und nie wieder dazu zu greifen oder mich durchzuquälen durch diese Produkte. So. Und falls es Produkte geben sollte, die ich so toll fand, dass ich mich regelrecht darin verliebt habe, dann kann es auch passieren, dass ich diese Produkte auch im nächsten Schminkkörbchen wieder mit reinnehme. Und so kann ich ja dann auch zum Beispiel besser Ziele erreichen, indem ich beispielsweise in einem Blush ein Hit the Pan oder sowas erreichen möchte, aber dann wirklich nur mit Produkten, die ich freiwillig einfach gerne weiter verwende. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, die Palette, die eine, die ich mir hier reingenommen habe, mit der kam ich super zurecht, wenn es schnell gehen musste. Für den Alltag war das die perfekte Palette. Ich habe kein Problem damit, die jetzt wieder ins nächste Körbchen mit reinzunehmen. Dann tue ich das. Wenn es aber natürlich eine Palette beispielsweise ist, wo ich sage, ey, die war echt cool, die hat mir richtig gut gefallen jetzt zu dieser Jahreszeit. Aber wenn ich jetzt schaue, Mensch, es wird bald Frühling, dann gibt es einfach andere Paletten in meiner Sammlung, die mich mehr ansprechen oder die ich vielleicht auch neu habe, die ich benutzen möchte und dann tausche ich das aus. Und das Alte geht zurück in meine Sammlung und wird dann vielleicht im Laufe des Jahres nochmal hergenommen, wenn es besser passt. Ne, es kann ja auch sein, dass ich mir beispielsweise jetzt einen Lippenstift ausgesucht habe, der so, so dunkel ist, dass er jetzt in Zukunft nicht mehr wirklich passen wird, ich ihn aber trotzdem gerne mag. Und er dann einfach quasi wieder auf die Warteposition zurückgeschoben wird und dann im Herbst und Winter wieder rauskommt. Ja, also ich hoffe, das System wurde ungefähr klar. Ziel ist einfach davon, auf der einen Seite sich erstmal durchzutesten durch seine Sammlung und ganz genau sich darüber klar zu werden, was sind die Produkte, die ich wirklich liebe, die für mich einfach funktionieren. Und welche Sachen hatte ich bisher immer bei mir und konnte ich mich nie von trennen, funktionieren aber einfach nicht für mich oder gefallen mir einfach nicht. Und dann kommen die weg. Einfach, um weiter daran zu arbeiten, die Schminksammlung auf das zu konzentrieren, was wir wirklich lieben, behalten wollen und was für uns funktioniert. Und aber gleichzeitig natürlich auch auf freiwilliger Basis intensiver an Produkten zu arbeiten, bei denen es uns überhaupt gar nicht schwerfällt. Um weiter natürlich Erfolge zu erzielen und Dinge zu verbrauchen und Hit the Pants zu erreichen, etc. pp. Genau. Und deswegen, ja, bin ich schon ganz, ganz gespannt, was ihr von dieser neuen Reihe halten werdet. Ich mache sie mit der Manu wieder zusammen. Und das erste Video wird jetzt zur gleichen Zeit kommen, jetzt Ende Januar. Und danach hatte ich ja gesagt, guckt jede von uns einfach, wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir was Neues brauchen, wo wir wechseln möchten. Und dann wird natürlich jede von uns individuell ihr Video hochladen. Aber es bleibt trotzdem ein gemeinsames Projekt. Genau, und wir geben euch dann immer eine Rückmeldung zu den Produkten, die in dem Körbchen enthalten waren. Und
ihr müsst euch überraschen lassen, welche Produkte im nächsten Körbchen drin sind, weil diese Produkte zeigen wir euch erst, wenn wir sie reviewen. Und dieses Reverse, also umgekehrte Schminkkörbchen, finde ich viel, viel sinnvoller. Und ja, mich würde einfach eure Meinung dazu interessieren, ob ihr das cool findet, ob ihr da Bock drauf habt. Und dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, euch dann ja, jetzt Ende Januar das erste Video präsentieren zu können. Das ist so der Plan für dieses Jahr. Und ja, ihr könnt mir sehr gerne eure Pläne schreiben. Es interessiert mich wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier eine dieser YouTuberinnen, die sich hinsetzt und sagt, ja, schreibt es mir in die Kommentare, das interessiert mich voll, nur um Kommentare zu bekommen. Das ist nicht mein Sinn hier. Ich habe schon mal gesagt, ich möchte mich mit euch austauschen und es interessiert mich wirklich, was ihr zu sagen habt. Und ich finde es einfach auch total spannend zu sehen, wie wollen andere jetzt dieses Jahr an diese Sache rangehen und welche Sachen funktionieren für sie, ne? Welche Systeme oder welche Projekte, die sie sich überlegt haben. Also lasst mich wirklich gerne daran teilhaben und ja, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt mal wieder dieses lange Video zu sehen. Ich hoffe, ich habe euch keinen Knopf an die Backe gelabert. Ich bin auf jeden Fall hochmotiviert für 2016 und bin schon total gespannt, wohin die Reise gehen wird, was ich nach diesem System schaffen werde und welche Tops und Flops sozusagen aus meiner eigenen Kosmetiksammlung sich für mich ergeben. Okay, genug geredet, Mädels. Ich freue mich auf euch auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin uns dieses Jahr führen wird. Ich freue mich sehr, diese Reise mit euch weiter hier zu bestreiten. Und ja, freue mich ganz, ganz sehr auf euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Muah. Tschüss. Habe ich jetzt den Lippenstift dran? Egal. Tschüss.